Herzlich willkommen zum Java-Aufbaulehrgang Session 7. Heute kommt was ich finde, eines von den Highlights. Speziell in Java ist das ganz was Mächtiges. Das gibt es in Java, das gibt es in C-Sharp, das gibt es in so ähnlich in Python, das gibt es in ein paar andere Programmiersprachen, aber es gibt es in so primitivere Programmiersprachen nicht. Und das ist was, was wirklich geil mächtig ist. Und zum Beispiel der Flughafen in Frankfurt, also im Groben ist der Flughafen in Frankfurt zum Beispiel mit dem da programmiert, nämlich mit einer sogenannten ArrayList, also vielleicht ein bisschen komplexer, aber ich kenne den Entwickler, also ich kenne einen von den Entwicklern in Frankfurt und die haben gesagt, dass die das machen. Warte mal, und dann zeige ich das und dann geht das nämlich los. Dann machen wir auf und dann starten wir. Also Bildschirm freigeben. So. Das heißt, ihr fangt jetzt wieder an. Ich fange immer an mit einem leeren Projekt. Bitte macht euch auch da ein leeres Projekt. Und heute geht es ein bisschen so um den Unterschied zwischen Arrays und Array-Lists. Wir haben, letztes Mal haben wir mit Arrays angefangen und wir werden oft nur Arrays und wir werden oft nur Array-Listen verwenden. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt ein Array machen, ich mache mal ein Array, String, ich möchte jetzt gerne mal meine Geschwister, oder nehmt sich jetzt irgendwo eine Schachtel her, wo Wörter drinnen stecken, die eine fixe Anzahl haben. Gell? Zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr jetzt gerade beste Freunde oder Geschwister. Ich nehme zum Beispiel mal Geschwister, weil Geschwister ist eine fixe Anzahl, gell? Und ich möchte gerne da aus dem ein Array machen. Jetzt wissen wir, dass wir da halt vorne also eckige Klammer dazu schreiben. Und damit wir da ein Array machen, schreiben wir hin new string und da machen wir halt fixe Anzahl. Ich habe 5 Geschwister, deswegen schreibe ich da zum Beispiel eine fixe Anzahl von Geschwister und wir wissen, ein Array schaut zum Beispiel so aus und das ist eine Schachtel, wo ich 5 verschiedene Werte einschreiben kann. Okay? Und wir fangen mit dem ein bisschen an, so ein bisschen als Wiederholung und da haben wir gesagt, Geschwister an der Stelle 0, das ist so das erste, Geschwister an der Stelle 1 ist das zweite und so weiter und jetzt möchte man das gerne irgendwie automatisch irgendwie einlesen. Und heute geht es ein bisschen so darum, den Unterschied zwischen Arrays und Array-Listen machen zu können. Und jetzt überlegt euch halt einmal da irgendwie was, fixe Anzahl von Werten. Das kann Autos sein oder so, das kann ein Gegner sein oder irgendwas. Es könnt ihr dann Zahlen hernehmen, wenn ihr lieber Zahlen habt, so schreibt ihr da int her und da int her. Aber ich möchte jetzt das automatisch einlesen zum Beispiel, nur mal den Unterschied nochmal zeigen, wie man das mit Arrays macht. Und da haben wir gesagt, da nehmen wir immer so eine Zählvariable her und die war int i. Die haben wir gesagt. Und um so Sachen automatisiert einzulesen oder auszugeben, etc., haben wir gesagt, brauchen wir eine Vorschleife. Und eine Vorschleife hat die Grundstruktur nochmal, die werden wir ganz oft brauchen, vor runde Klammer auf, runde Klammer zu und dann geschwungene Klammer auf und geschwungene Klammer zu. Das ist so die Grundstruktur von einer Vorschleife. Und was möchte ich jetzt machen? Ich möchte einfach gern automatisch mal meine Schachtel befüllen, wo meine Geschwister drin sind. Weil ich möchte nachher gern irgendwie meine Geschwister sortieren oder ich möchte gern nach gewissen Geschwistern suchen oder ich möchte gern irgendwie alphabetisch rein oder so weiter. Oder ich möchte es einfach gern ausgeben oder ich möchte gern irgendwie irgendwas damit machen. Und wir wissen, die Vorschleife, die nehmen wir immer nur daher, dann her, wenn wir wissen, dass ich eine fixe Anzahl von uns habe. Das heißt, wenn ich eine fixe Anzahl habe von Geschwistern und ich habe eine fixe Anzahl von Durchläufen, wo ziemlich das Gleiche immer passieren soll, dann nehmen wir eine Vorschleife her. Und eine Vorschleife, in dem Fall macht es halt Sinn, dass ich zum Beispiel 5-mal frage, wie heißt du? Oder wie heißt du, wie ist dein Name und so weiter. Und dann habe ich halt alle Geschwister drin befüllt.
Und das wäre mal gut, wenn wir da mal einen Scanner haben, oder? Machen wir uns da mal einen Scanner, damit wir das einlesen können. Scanner Eingabe, mittlerweile könnte man es jetzt einmal anders benennen, aber ist wurscht. Scanner, also New. Das müsste jetzt auch schon ganz gut funktionieren. New Scanner System.in. Das brauchen wir mal. Da müssen wir da oben irgendwie wieder zuschreiben. Import java.util.scanner. Was? Schreiben wir mal da oben dazu und Import. Genau. Dann haben wir mal einen Scanner. Ja. Und damit man das Ganze irgendwie einlesen können, wäre mal wieder der Schlau, dass wir sagen, okay, wir haben diese Dreierstruktur bei der Vorschleife. Nämlich die erste Komponente bei der Vorschleife sagt uns aus, wo fängt das Ganze zum Zählen an. Und jetzt haben wir gesagt, die erste Position von einem Array ist immer der Name von dem Array an der Stelle 0. Gell? Das ist immer ganz wichtig. Das ist eines für die wichtigsten Sachen in der Informatik. Die erste Position ist immer die nullte Position. Das heißt, wir fangen immer oder immer, wir fangen auf jeden Fall sehr oft bei 0 zu zählen an. Nicht immer, aber oft. Das heißt, wir fangen da bei 0 zu zählen an. Das ist die erste Komponente der Vorschleife. Die zweite Komponente der Vorschleife sagt man aus, hey Alter, wie lange möchte man zählen? Wie lange möchte man zählen? Ja, ich möchte gern so lang zählen, bis das i kleiner wie 5 ist. So lange möchte man zählen. Weil jedes Mal, wenn die Vorschleife durchgangen wird, dann erhöht sich das i, nämlich um die dritte Komponente, nämlich um einen Wert. Also i++. Das heißt, was passiert da? Alles, was da, wenn die Vorschleife daherkommt, der Compiler springt daher, dann geht er daher. Dann macht er alles, was in der Vorschleife drinnen ist. Dann schaut er und tut das i um 1 erhöhen. Dann schaut er, das i ist jetzt 1. Dann schaut er, ist das i immer noch kleiner wie 5? Ja, passt. Dann macht er es nochmal, dann tut das i um 1 erhöhen. Dann schaut er wieder, aha, okay, jetzt i ist 2. Okay, dann ist immer noch kleiner wie 5 und so weiter und so weiter und so weiter. Und wie lange macht er das? Er macht es, solange wie i kleiner 5 ist, das heißt, wenn i 4 ist, dann hört er auf. Es ist da oft die Frage, wenn i 4 ist, dann ist es nicht 5 mal. Ja, 4 schon, weil ich fange bei 0 an. Das heißt 0, 1, 2, 3, 4. Und das sind dann 5 verschiedene Male. Das heißt, der Ablauf von einer Vorschleife ist ganz wichtig. Nämlich, der kommt ja ganz, ganz oft vor, in ganz vielen Programmen, dass ich da reingehe und dann tue ich da das Ganze durchgehen, springe wieder rauf, reingehe, durchgehe wieder rauf und so weiter. In dem Fall 5 Mal. Wenn die Vorschleife nicht mehr aufhört, dann hat man meistens da drinnen irgendwas falsch gemacht. Entweder ist das Zeichen da in die falsche Richtung oder es stimmt einfach nicht zusammen. Diese drei Komponenten sind immer ganz wichtig. Wo fange ich an zum Zählen? Wo, wie weit lang tue ich zählen? Und wie schnell zähle ich nach oben oder nach unten? Das ist mir wichtig. Aber jetzt haben wir gesagt, da muss man eingeben und dann könnte man ja sagen, system.out.println. Bitte gib mir deinen Namen. Bitte gib mir deinen Namen. Es kennt natürlich was Lustigeres oder was Cooleres gleich programmieren, gell? Ich habe nur irgendwas Langweiliges. Ich würde nur den Vergleich haben, weil Geschwister werde ich höchstwahrscheinlich die meiste Zeit von meinem Leben eine fixe Anzahl haben. Ich werde jetzt nicht, also vielleicht, wenn man jetzt ein kleines Kind ist, dann kriegt man vielleicht noch ein neues Geschwister dazu. Aber wenn man schon mal ein bisschen älter ist oder so, dann wird sich die Anzahl der Geschwister vielleicht nicht mehr so großartig verändern. Deswegen habe ich jetzt Arrays verwendet. System out println und dann wissen wir zum Beispiel Name, dann kennt man Name, kennt man das schreiben. Name ist gleich Eingabe Punkt next. Wir wissen, wenn ich nur einen String einlesen will, dann schreibe ich da einfach next hin. Next bezieht sich auf einen String. Damit wir das Ganze auch verwenden können, schreiben wir dort einen String, müssen wir da irgendwie dazu schreiben. String Name. Könnte man irgendwie so reinschauen. Und was passiert da?
passiert nichts anderes, als wir, dass ich da den einzelnen Wert reingebe und zum Beispiel da jetzt diese einlese und jedes Mal diesen Namen da reinspeichere. Aber jetzt möchte ich sie nicht jedes Mal überspeichern, sondern ich möchte mir das sparen, weil das würde ich jetzt mal überschreiben. Ich würde jetzt mal den Namen überschreiben, sondern ich möchte gern diese Schachtel automatisch befüllen. Deswegen kann ich mir das sparen. Ich kann sagen, entweder, ich lasse dabei mal drin, ne? Aber ich könnte zum Beispiel sagen, statt dem da, könnte ich schreiben, statt Name, kann ich ja schreiben, Geschwister, Geschwister, aber an einer gewissen Stelle, nämlich an der Stelle I. Und was ist da der Vorteil? Das heißt, ich brauche das String-Name gar nicht, weil was habe ich denn da für einen Vorteil? Geschwister an der Stelle, das fängt bei 0 an. Dann ist das die erste Position. Das heißt, da befüllt es die Schachtel an der ersten Position. Dann geht das I weiter, dann befüllt es die Schachtel an der zweiten Position, Schachtel an der dritten Position, Schachtel an der vierten Position und an der fünften Position. Und wenn aber die Vorschleife dann fertig ist, dann ist die gesamte Schachtel, wo meine gesamten Geschwister drin sind, drinnen. Das heißt, das ist einmal voll was Praktisches. Das heißt, ich kann das mal irgendwie einlesen. Ich hätte danach nur eine zweite Vorschleife geben können, um das Ganze auszugeben. So. Aber es gibt zum Beispiel auch ein paar Schmähs, wie ich zum Beispiel das ausgeben kann. Normalerweise kann das Java so, dass es sogar in Java. Das kommt davon, ob das meins ist, mag, kommt auf die Java-Version davon. Aber zum Beispiel, wenn ich ein Array habe mit Strings, dann kann man zum Beispiel das gleich so ausgeben. Ohne dass ich jetzt da wieder Vorschleifen mache, sondern dass ich das gleich in einer Wurst ausgebe. Das ist auch voll praktisch. Das heißt, was passiert da jetzt? Also er befüllt nichts anderes als wir jede einzelne Komponente da drinnen und dort ist da eine. Und dann gibt es halt wieder aus. Schauen wir uns mal, was er da jetzt irgendwie macht, ob ich da jetzt irgendein Blödsinn mal programmiert habe oder ob es dabei zu schlecht ausschaut. Schauen wir uns das mal an, wo es da jetzt mal auszukommt und dann mal das Ganze mal ein bisschen testen. Also mal testen, also was steht da? So steht bei mir Java. Schauen wir mal. Ah ja, bitte gib mir deinen Namen. Dann heißt mein Bruder heißt Guido. Dann heißt meine Schwester, mein Bruder heißt Robert. Dann heißt meine andere Schwester Beate. Dann heißt Nicole und Julia. Genau. Also nicht das Ausgeben, naja, das mag er in meine. Das kann sein, dass das in eurer Version funktioniert, dass er das gleich direkt ausgibt. Sonst hätten wir einfach da Vorschleifen machen müssen. Aber das werden wir uns eh später noch anschauen. Das heißt, das könnte man jetzt eh wieder machen. Zum Beispiel, dass man einfach das da kopiert. Jetzt müssen wir es mal einlesen. Gell? Jetzt habe ich die Schachtel befüllt. Und jetzt mache ich das mal ein bisschen umständlich dabei. Aber es ist gar keine schlechte Übung. Ich kopiere einfach diese Vorschleife. Weil die Vorschleife bleibt ja gleich und das da drin, ne, löschen wir aus. Die Vorschleife, das ist voll praktisch oft einmal, dass ich nämlich die einfach kopieren kann. Und wenn ich da zum Beispiel schreibe, System out println, Geschwister, dann kann ich jetzt genauso diesen gleichen Schmäh mit dem Ausgeben, kann ich genauso machen, indem ich da das so reinschreibe. Kann ich genauso da. Weil der Vorteil, wenn ich das da habe, ist, dann geht auch wieder diese gesamte Schachtel durch. A, B, C, D, E. Und dann gibt man das Ganze aus. Gell? Das heißt, es gibt aber einen Haufen elegantere Versionen auch. Gell? Kommt dann auch drauf an. Die zeige ich dann sowieso nachher noch. Da gibt es eine sogenannte, also alle, die das jetzt schon mal gut checken, gibt es eine sogenannte for each Schleife auch noch, die das auch super ausgeben können. Aber da gibt es einen Haufen Geschichten. Kann man da hinten was dazu schreiben.
Da gibt es sowas, das heißt To-String, das kann man auch dazu schreiben, aber das, zu dem kommen wir ja. Und nochmal, dass man das eine Vorschleife mal simuliert. Das ist so als Wiederholung gewesen für unsere Arrays. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir möchten jetzt einen Flughafen machen, wo man unsere ganzen Flugzeuge einschreibt. Oder wir möchten gerne in einem Computerspiel alle unsere Gegner einschreiben und wir möchten gern irgendwie wir haben, sind voll reich und wir möchten gern unsere Autos irgendwie sammeln. Wir möchten so eine Datenbank haben. Aber manchmal verkaufen wir Sachen, manchmal kriegen wir neue Sachen dazu. Und beim Flughafen ist ja so, da kann man Flugzeug einer und da kann man Flugzeug außer und heute sind einmal 23 Flugzeug da, morgens sind 312 Flugzeug da. Das heißt, der große Nachteil von Arrays, und jetzt kommt der wichtigste Punkt von heute, der große Nachteil von Arrays ist, es ist statisch. Und statisch heißt, es hat eine fixe Anzahl. Wie zum Beispiel bei meinen Geschwistern. Das hat eine fixe Anzahl. Das kann ich, nachdem ich das generiert habe, nicht mehr verändern. Ich kann es nicht mehr verändern. Das heißt, ich habe das einmal gemacht und dann ist es so. Jetzt ist da oft die Frage, ja, warum nehme ich dann überhaupt Arrays her? Ja, es gibt auch voll viele Sachen in der Realität, die möchte ich unbedingt, dass sie eine fixe Anzahl haben. Zum Beispiel ein Bild oder eine Bildschirmgröße oder eine Auflösung. Die wehrt sie, wenn mein Computer läuft. Dann wird sie die Auflösung von meinem Computer zum Beispiel nicht verändern und solche Sachen. Das ist auch ein Array. Aber es gibt voll viele Sachen in der Realität, die sind nicht statisch, sondern die verändern sich die ganze Zeit. Was würde denn ein Flughafen machen, wenn ich da jetzt mal 100 Flugzeuge einschreiben muss? Das ist ja Blödsinn. Dann bleiben wir ein Haufen entweder frei oder vielleicht manchmal habe ich keinen Platz. Das heißt, ich möchte gern, wenn ich ein Computerspiel mache, und ich möchte gern, da kommen meine neuen Gegner dazu. Und dann kommen aber zwischendrin, dann schlage ich ein paar Gegner her und die möchte gern rauskicken. Und dann kill ich ein paar Gegner und da kommen ein paar neue Gegner dazu. Und dann kommen wir im nächsten Level da oder so. Es verändert sich die ganze Zeit. Das heißt, wenn ich eine Liste habe, die sich die ganze Zeit ändert, die Größe ändert und die Einstellung und die Werte da drin ändert, dann nennt man das nicht statisch, sondern dann nennt man das dynamisch. Das heißt, ein Array, das ist statisch. Gell? Statisch. Aber wenn ich zum Beispiel zur so Flughafenverwaltung machen möchte oder irgendwas, wo jetzt meine Freunde zum Beispiel, vielleicht, wenn man so auf verschiedene Orten von einer Anzahl von Freunden hat, manchmal kommt ein neuer Freund dazu, dann kicken wir einen neuen raus oder irgendwas, oder Gegner oder irgendwas. Dann brauche ich eine dynamische Verwaltung. Und da haben sie was Cooles erfunden in Java, das haben sie ja viel abkupfert. Das ist eine sogenannte Array List. Wie schreibt man die? Dann schreibe ich hier Array List. Also Array, ich vergesse, man schreibt Array List. Nein, ich glaube, das schreibt man groß. Array List. Dann schreibe ich da eine, zum Beispiel String, da schreibt man den Datentyp. Schreibt man da eine. Also zum Beispiel kann ich da reinschreiben. Integer oder String oder was ich da brauche. Gell? Und das ist einmal das Grundding. Und dann schreibe ich rein zum Beispiel Airport oder Flughafen. Flughafen. So. Und dann schreibe ich rein New Array List. Also eher sehr typisch Java sieht man. Immer mit New, gell? New Array List, dann schreibe ich da den Datentyp nochmal rein. String ist ein bisschen eigenartig und dann schreibe ich da runde Klammer auf, runde Klammer zu, Strichpunkt. Das ist eine sogenannte Array List und weil ich es jetzt irgendwie IntelliJ oder NetBeans daheim habe, dann werdet ihr sehen, dass er da automatisch dann gleich vorschlägt, dass man oben dann was dazu schreibt und das ist. Import, das hat sich auch verändert. Mittlerweile ist es einfacher geworden. Import java.util.arrayList. Das müssen wir oben dazu schreiben. Ich habe so ein gescheites Programm daheim. Das heißt, das braucht es nur auf den Knopf drücken.
Ich habe wieder ein schwindeliges Programm heute, weil ich nicht meinen Rechner da habe. Aber dafür funktioniert das Zoom ein bisschen stabiler. Das ist gescheiter. Das heißt, das ist jetzt ein Flughafen. Und ich möchte gerne in dem Flughafen, da möchte ich gerne Flugzeuge reinschreiben, da möchte ich ein paar auslöschen, da möchte ich ein paar dazu da möchte ich einlesen, ausgeben und so weiter. Mit ArrayList kann man schon, das kennt jetzt auch zum Beispiel schon mal probieren daheim, so hat nicht als Hausübung, aber zum Beispiel so als kleines Projekt. Da könnt ihr zum Beispiel schon so eine Flughafenverwaltung machen. Das heißt, so mit einem Switch, dass man sagt, okay, ein für Flughafen eingeben, zwei für löschen, drei für suchen, vier für sortieren und so weiter und so weiter. Das heißt, eine ArrayList und Flughafen. Das heißt, ich habe da jetzt eine dynamische Liste, wo ich die ganze Zeit Sachen einschreiben kann. Das heißt, ich kann die ganze Zeit gewisse, zum Beispiel Flugzeuge, da reinschreiben. Und wie mache ich das? Das ist ganz praktisch und ganz einfach gemacht, nämlich mit Flughafen.add. Und da kann ich zum Beispiel dann einmal einen ersten Wert reinschreiben. Mal fangen wir mal an, Lufthansa 1, 2, 3, mein erstes Flugzeug. Dann möchte ich vielleicht noch ein Flugzeug. Eine da. Flughafen. Da kann man zum Beispiel reinschreiben, könnte man machen. Norwegian, 3, 4, 5. Man sieht, ich fliege oft nach Norwegen. Flughafen.add. Manche von euch werden da schon erkennen, dass man das wieder super in einer Schleife verbinden könnte. Gell? Super in einer Schleife. Also ist das bla bla. Choose. Das ist das, was leicht ist. So, Flughafen. Add und dann zum Beispiel SAS, also Scandinavian Airlines. 5 und so weiter. Das kann man einfach eingeben. Gell? ArrayList, da kann man auch sonst googeln, da gibt es einen Haufen verschiedene vordefinierte Methoden, also sprich Funktionen, die zum Beispiel Sachen dazu dann oder da gibt es ein Remove und so weiter. Aber jetzt möchte man gern, so als erster Schritt, dass man mal mit ArrayList, wo es gewohnt werden, möchte man gern einmal so ein bisschen Einlese, so ein bisschen ein Menü machen oder so, könnte man irgendwie machen. Das heißt, jetzt könnte man irgendwie, dass man das einlesen und dass man das irgendwie ausgibt. Könnte man ein paar Sachen mal probieren. Das erste ist, dass man das irgendwie da reinbauen. Also mal dann mal testen, wie das Ganze überhaupt ausschaut. Lass uns das mal anschauen. Jetzt habt ihr da ein gescheites Programm, das könnte man da super machen. Aber jetzt möchte man dann das Ganze da irgendwie gleich irgendwie rein haben. Also es funktioniert, passt. Und es war jetzt zum Beispiel cool, dass man diese Struktur da, dass man das gleich reinpacken in ein Menü. Zum Beispiel könnte man jetzt ein Menü machen, so ein Switch. Und, oder wir könnten einfach einmal ganz normal ein Do-While machen und dann könnte man sagen, ja, solange ich nicht X drücke, kann ich Flugzeuge zum Beispiel mal eingeben. So könnte man zum Beispiel machen. Okay? Solche Sachen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das heißt, ich möchte gerne jetzt einmal, dass ich das irgendwie da, dass ich den Wert da automatisch eingeben kann und solange ich nicht X drücke, solange kann ich jetzt einmal Flugzeug eingeben. Ja, also könnte man das überlegen, wie bockt man das? Das könnte man in einen Switch bocken. Ich mache es jetzt einmal einfach ganz normal, indem ich da einfach mal da schreibe, System out Printline. Ich könnte mal schreiben, geben Sie den Namen des Flugzeugs. Oder bitte geben Sie den Namen des Flugzeugs. Und bei X beenden Sie. Sowas in die Richtung. Mal ganz einfaches, nur mal, dass man mal die Struktur sieht. Gell? Ich kenne es ja mittlerweile schon mit Switches und so relativ gut umgehen. Wir haben jetzt Switches so oft gehabt, ich könnte sich das auch ein bisschen genauer überlegen, wie es das machen möchte. Aber ich könnte zum Beispiel da einmal was befüllen und das könnte ich einfach Flugzeug nennen. Flugzeug. Könnt ihr das nennen und da könnt ihr schreiben Eingabe.next. Also ich möchte mal gern
so ein einzelnes Flugzeug möchte ich gern einlesen. Und das, was ich da eingebe, das steht dann in meiner Variable Flugzeug drinnen. Da steckt es drinnen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Flugzeug dass ich befüllen möchte oder wie viele Flugzeuge, dass ich meinem Flughafen reingeben möchte. Deswegen ist da jetzt schlau, dass man das Ganze dann nicht in eine Vorschleife packt, sondern da ist es jetzt voll schlau, dass ich das Ganze in eine Do-While-Schleife packe. Was war dann mal der große Unterschied? Bei der Do-While-Schleife ist darum gegangen, dass ich Sachen so oft wie möglich oder so oft wie ich selber es bestimme, wiederholen kann. Bei der Vorschleife weiß ich schon vorher, wie oft das passieren wird. Aber bei der Do-While-Schleife weiß ich ja nicht, ob ich jetzt 13 Flieger habe oder 17 Flieger habe oder 3000 Flieger habe. Das heißt, es ist dann auf jeden Fall schlau, diese Struktur in eine Do-While-Schleife reinzupacken. Das heißt, jetzt möchte ich ja gern dieses Flugzeug, das ich da bekommen habe, das da gespeichert wird, also temporär, kurzzeitig gespeichert wird, das möchte ich mal gern meinen Flughafen, möchte das gern meinen Flughafen irgendwie reinpacken. Und da könnt ihr mal schreiben, ja, wie kann ich das machen? Flughafen, wissen wir, Punkt, Add. Und da einfach dieses Flugzeug, das ich da drin habe, könnt ihr mal reinschmeißen. Flugzeug. Was passiert da? Er nimmt dieses Flugzeug her und speichert es so oft, wie es will, speichert es nacheinander in meiner ArrayList. Und das ist voll praktisch. Und wie lange möchte man das machen? Zum Beispiel, wenn ich X drücke oder wenn ich X reinschreibe, dann sollte das vielleicht abbrechen. Das heißt, wir könnten das Ganze mal irgendwie sauberer strukturieren, dass wir da eine Do-While-Schleife machen. Das heißt, da könnten wir zum Beispiel ein Do machen. Wichtig, die Grundstruktur muss jetzt erst einmal schreiben, wo ist der Körper, also wo fängt das Ganze an, dass das Ganze wiederholt. Wir wissen, das Do muss mit einer geschwungenen Klammer anfangen, das heißt, da oder fangst du an. Bitte aufpassen, da macht meistens das Programm das gleich wieder zu. Den zweiten Teil dann mal immer weg. Gell? Das machen wir weg. Das heißt, ich brauche mal, dort muss mal meine Do aufgehen. Alles, was sie wiederholen sollte, mit dem fange ich mal an, mit Do. Und wo soll es aufhören? Ja, zum Beispiel da unten könnte es wieder beenden, das Ganze. Und wie lange soll das Ganze gemacht werden? Das Ganze soll gemacht werden, so lange, und das haben wir schon mal gehabt, so ähnlich, so lange, wie zum Beispiel dieses Flugzeug nicht X heißt. Wenn das Flugzeug X heißt, dann heißt es bei meinem Menü, bei X, dann mal beenden. Ich hätte dann genauso Exit reinschreiben können, das ist wurscht. Aber zum Beispiel, solange das Flugzeug nicht X ist, und da haben wir gelernt, wie man das am besten schreibt, zum Beispiel am schlauesten schreibt man das mit Punkt equals, Punkt equals, und da macht man ein X, so, und solange es nicht X heißt, schreibe ich das so hin, und was brauchen wir da hinten noch? Ein Strichpunkt. Das heißt, was heißt denn das? Das heißt, bitte wiederhol mir diesen Teil, bitte wiederhole diesen Teil so lange, solange ich nicht X drücke. Wenn ich X drücke, dann soll er aufhören. Jetzt, da kommt es dann zu einem speziellen Phänomen, wenn man das dann auch macht, weil dann schmeißt er trotzdem das X noch in die ArrayList ein. Aber das kann man nachher noch leicht entfernen, das zeige ich dann. Ne? Das ist eh okay. Nur geht es nur darum einmal, wie man so Sachen auch macht. Das heißt, jetzt kann man jetzt das mal befüllen und das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt gehen wir es einmal aus und wir möchten es dann auch ausgeben auch noch, weil jetzt, was bringt uns der geilste Flughafen, wenn ich die ganzen Flugzeuge nicht ausgeben kann. Und jetzt zeige ich zwei verschiedene Varianten, dass wir das ausgeben. Und die erste Variante, das ist eine sehr bekannte Variante, die könnte man irgendwie machen.
Aber die zweite Variante, die ich da zeige, damit wir das Ganze cool ausgeben können, ist schon ein bisschen eleganter. Die erste Variante, damit wir jetzt diese alle Flugzeuge in unserem Flughafen ausgeben können, ist wieder eine Vorschleife. Gell? Vor, mache ich wieder die Grundstruktur, dann mache ich wieder so, geschwungene auf, geschwungene zu. Und da kann ich wieder mein I hernehmen, wenn ich will. I ist gleich 0. Dann, jetzt muss ich sagen, ja, wie lang soll der zählen? Er soll so lang zählen, wie ich Flugzeug drinnen habe. Das heißt, I kleiner, die Flugzeuganzahl. Und da gibt es schon mal was voll was Geiles, das sehr praktisch ist. Und das heißt aber nichts anderes als wir Flughafen. Punkt Size heißt es. Size. Runde Klammer auf, runde Klammer zu, Strich. Das heißt, das nimmt mal die Größe von meiner aktuellen Arrylist. Das ist aber voll geil. Wenn dort 100 drinnen steht, dann steht da 100. Wenn da 23 drinnen steht, steht da 23. Und das ist voll geil. Und das dritte ist I++. Das heißt, abhängig von meiner aktuellen Größe, von meinem Flughafen, macht er die Vorschleife richtig. Das heißt, da kann ich zum Beispiel schreiben, ja, Ihre Flugzeuge lauten, zum Beispiel, also kann ich zum Beispiel schreiben, System.out.println. Und da könnte ich zum Beispiel schreiben, Flugzeug, könnte zum Beispiel Flugzeug. Flugzeugname oder so. Wischt. So. Und wie kriege ich jetzt diese einzelnen Komponenten aus meiner ArrayList aus? Da gibt es auch ganz was Praktisches, nämlich da gibt es ein sogenanntes Get. Und wie schaut das aus? Nämlich Flughafen. Also Flughafen. Punkt. Get. Und das Get, das holt mal das Flugzeug, den Wert an einer gewissen Stelle. Und wir haben jetzt wieder gesagt, alles fängt an bei 0 zu zählen. Und das ist genau gleich bei einer ArrayList. Das auch, die erste Position ist die nullte Position. Und das heißt, damit ich da das Ganze rausholen kann, kann ich zum Beispiel schreiben, get an der Stelle i. Und dann hole ich da das nullte Flugzeug, sprich das erste, dann das erste, das zweite, das dritte, das vierte und so weiter. So viel Flugzeug, wie ich noch da drin habe. Das hole da uns aus. Das ist total was Praktisches. Also, was seht ihr denn? Jetzt sieht man schon mal, das e, das ist total praktisch. Dann kann man mit dem Get kann man die einzelnen Werte wieder rausholen. Und das Size von ArrayList ist auch voll praktisch, weil dann kann ich das Ganze wieder individuell machen. Das heißt, ich kann mit dem auch super, super umgehen. Das ist auch was Praktisches. Aber es gibt jetzt noch eine elegantere Variante, damit wir das Ganze ausgeben können. Jetzt schauen wir uns zuerst einmal das an, ob jetzt das einmal überhaupt funktioniert. Vielleicht habe ich wieder mal einen Schmarrn programmiert. Aber schauen wir mal. Das ist mal das Ding, also mal Flugzeug, Flughafen, Flughafen, Flugzeug, Punkt, Equals, was habe ich da? Flugzeug, Flughafen, also String Flugzeug, also Flugzeug habe ich noch gar nicht deklariert, oder? String Flugzeug braucht man auch noch. String Flugzeug habe ich noch gar nicht deklariert. Schauen wir uns das an. Bla bla bla, dann mal weiter. Mich schon gewundert, was ich da jetzt komisches fabriziert habe. Bitte gebe mir ein Flugzeug eins, gebe ein Lufthansa, mir fällt jetzt nicht so viel ein, ich schreibe Lufthansa, dann gebe ich ein Norwegian, dann gebe ich ein Austrian, dann gebe ich ein X. Genau, und da habe ich die einzelnen Dinge drin. Da sieht man noch, das Flugzeug X ist auch noch drin. Das muss man nachher auslöschen. Das zeige ich dann, wie man das macht. Und den Namen könnte man da ein bisschen sauberer machen. Flugzeugname. Da gibt es nämlich einen Befehl, der heißt Remove. Okay? Mit dem kann man dann das letzte immer auslöschen. Das ist auch immer ganz praktisch.
Aber jetzt nochmal, dass man es nochmal schöner sieht. Flugzeugname, dass das Ganze mal funktioniert. Schaue ich das mal an. Das ist schon mal sehr praktisch. Dann gebe ich ein Lufthansa. Lufthansa. Dann gebe ich ein Austrian. Dann gebe ich ein Norwegian. Und dann gebe ich ein X. Und dann hört das Ganze auf. Und das X muss man dann auslöschen. Gell? Das ist oft so typisch. Aber was ist jetzt? Es gibt noch eine elegantere Variante, damit man alle Eigenschaften oder alle Items, alle Bereiche in einer ArrayList ausgeben kann. Da gibt es nämlich voll was Praktisches. Und das ist so das erste Mal, dass wir eine For-Each-Schleife machen. Eine For-Each-Schleife gibt es in alle Programmiersprachen, die jetzt sehr, wie sagen, sehr hohe, also sehr, sehr weit sind. Ja, genau, sehr, sehr intelligente Programmiersprachen. C++ ist auch intelligent, aber das gibt es aber auch in einer sehr mächtigen Programmiersprachen, gibt es jetzt eine For-Each-Schleife auch, um Sachen einfach schnell ausgeben zu können. Und das ist eigentlich relativ praktisch. Und das finde ich einfach eins von den lässigsten Sachen überhaupt. Diese For-Each-Schleife. For-Each. Und da schreibe ich einfach die Grundstruktur für For-Each-Schleife. Ist genau gleich wie vorher. Ja, wie eine For-Schleife. Genau das Gleiche. Das da. Und da. Mal das. Und da. Aber da drinnen schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Nämlich. Ich schreibe jetzt mal den Code hin und dann erkläre ich es dazu. Das heißt zum Beispiel, schreibe ich eine String i Doppelpunkt Flughafen und das nennen wir halt nicht i oder so, nennen wir halt x oder String x Flughafen und da drinnen schreibe ich dann einfach eine System. Punkt out Punkt printline x. Und das ist eine ganz elegante Variante, um jetzt zum Beispiel alle Werte in einem, so einer ArrayList, die alle Strings sind, auszugeben. Was heißt denn jetzt das? Das heißt, erzeuge mir eine Variable x, die immer Strings ist, und die soll aber an allen Bereichen in der gesamten ArrayList soll das Ganze durchlaufen werden. Das heißt, das soll das Ganze durchgehen. Von da bis da bis da bis da. Und dann soll es jedes einzelne soll es ausgeben. Das heißt, dieser Codeblock da und dieser Codeblock da ergeben genau das Gleiche aus. Ich hätte jetzt vielleicht nur noch da vorne das Gleiche irgendwie reinschreiben müssen, damit es wirklich das Gleiche ausgibt. So. So da, Flugzeugname plus, gell, sowas zum Beispiel. Das heißt, das da oben ist eine ganz normale Vorschleife. Aber man kann eine Vorschleife ein bisschen pimpen und das ist dann eine For-Each-Schleife. Manche Leute haben mit einer For-Each-Schleife am Anfang ein bisschen Probleme, weil es ein bisschen ist schon wieder so elegant, dass es wieder kompliziert ist. Macht es aber mit einer Vorschleife. Das Wichtigste ist die Vorschleife. Das ist das Wichtigste. Gell? Aber wenn es zum Beispiel solche Sachen irgendwie ausprobieren möchtest und schauen möchtest, dann ist das einfach total was Praktisches. Jetzt kann man natürlich auch sagen, wie gesagt, das ist jetzt, es hätte sich eins für die zwei, hätte sich aussuchen können, es wurscht für die zwei. Das kann man alles in einen geilen Switch einpacken, zum Beispiel auch so eine Flughafenverwaltungssoftware, Flugzeuge hinzugeben, Flughäfen löschen, Flugzeuge suchen, Flugzeuge sortieren, Flughafen komplett leeren und so weiter. Aber natürlich, ich möchte euch einfach ein paar so Befehle von so einer ArrayList einfach zeigen. Und da gibt es halt einen wichtigen Befehl grundsätzlich, der halt Sachen löschen kann. Und das ist a remove. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch, wenn ich da jetzt hergehe und da hat es das letzte gelöscht, das heißt, ich weiß ja an die letzte Position, ist ja mal Flughafen
an der Stelle dieser Position. Und das hätte ich aber genauso löschen können. Zum Beispiel in unserem Fall kann man Sachen löschen in einer ArrayList, indem ich schreibe zuerst die ArrayList, Flughafen, und dann schreibe ich eine Remove. Und geht her, das kann sogar schlauere Sachen. Und da schreibe ich wieder den Index rein. Und wenn ich zum Beispiel das letzte Element löschen möchte, dann hätte man einfach nichts anderes als wir diesen Wert da oder minus 1 gemacht, in eine Variable gespeichert und zum Beispiel da oder reingeben. Oder gibt es auch noch ein paar elegantere Varianten, dass man das zum Beispiel auch so einfach löschen kann. Gibt es auch noch. Ist auch was Praktisches. Also das kann ich zum Beispiel da einfach wegschmeißen. Gell? Zum Beispiel das da. Und da hätte ich zum Beispiel schreiben können, eine Variante, mal ein einfaches Geschichtel. Zum Beispiel hätte ich schreiben können, H ist gleich Flughafen.size oder so. Das hätte ich da eingemachen können. So. Und mal da. H ist gleich Flughafen.size. So, und da könnt man H-1 löschen. Flughafen.size. Und da oben könnt ihr irgendwie schreiben int i-h. Nur mal so zur Vollständigkeit halber. Dann hätte ich genau das letzte. Dann hätte ich einfach da das letzte Element, was zum Beispiel in unserem Fall das x gewesen wäre, einfach wieder gelöscht. Gell, hätten wir zum Beispiel auch machen können. Aber das ist ein bisschen eine Spürerei. Gell, da muss man einfach ein bisschen schauen. Und was ich euch auch noch sagen möchte, letzte Ding, mit ArrayList, das heißt das erste Mal mit ArrayList. ArrayList wird uns viel beschäftigen, das braucht man immer wieder. Wie kann ich jetzt zum Beispiel auch noch die ganze ArrayList löschen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Flughafen komplett löschen möchte, dann kann ich zum Beispiel einschreiben, Flughafen.clear. Das heißt, ich kann zum Beispiel das Clear, ich kann auch Remove All machen, aber ich finde Clear einfach was Praktisches. Und da kann ich wirklich auch den kompletten Flughafen wieder leeren. Zum Beispiel, wenn man in der Spieleentwicklung ist, dann arbeitet man ganz viel so mit ArrayListen, weil man will ganze Zeit irgendwie Items dazu da, Items weg da, irgendwo was in meinen Rucksack reinschmeißen, irgendwas in meinen. Ja, in mein Inventar dazugeben. Das heißt, wir brauchen eine dynamische Verwaltung von gewissen solchen Werten. Und deswegen ist zum Beispiel sowas wie zum Beispiel eine ArrayList eins für die praktischsten Sachen überhaupt. Ziemlich cool, das haben wir 44, genau. Ich schicke euch jetzt nur den Code und jetzt könnt ihr mir auch noch jederzeit noch Fragen stellen. Und ich hoffe, ich habe schon mal den Unterschied schon mal gecheckt zwischen Arrays und ArrayList. Ich schicke auch hier den Code dann rein und dann können wir uns das Ganze auch wieder anschauen. Also, ich werde die Aufnahme jetzt wieder stoppen. So, warte mal. Dann mal die Aufnahme stoppen. Und ich bin dann auch wieder für eure Fragen.